Und damit sind wir in Grass Town. Oder Grass Town. Oder Townity Town. Oder hast du nicht gesehen? Und du bist? Hallo. Mein Name ist Santa. Ich konnte etwas Wasser holen, als ich von Monstern angegriffen wurde. Willkommen. Nach Hause gerannt. Ich habe irgendwo auf dem Weg meinen Schlüssel verloren. Ich habe mich aus meinem eigenen Haus ausgeschossen. Wow, du bist sehr gut. Oh, und mehr Gegner. Oh, die diesmal auch mehr aushalten. Da sieht das aus. Okay. Aber das scheinen wirklich so die Standardgegner dieses ganzen Spiels hier zu sein. Wenn ich das mal hier so ganz spontan rausschließen darf. Da. Okay, so geht das natürlich schon mal nicht. Dann brauche ich die Herzen jetzt mal da drüben. Ne, die habe ich schon wieder aufgefüllt, warum auch immer. Was ist das? Oh, das ist doch nicht einfach ein Schlüssel, den jemand verloren hat. Hm. Ja. Genau. Nee. Santas Schlüssel. Da steht ein E-Verkehr drum drauf. Hat das irgendwas zu bedeuten? Da. So, jetzt ist die Frage, will ich erstmal hier weiter nach rechts gehen? Oh, Herzcontainer. Ich will da unten. So, ich will da rauf. Ich will den Herzcontainer da oben haben. Na, ach komm. Spring ich halt hier drauf und dann bringt das auch nichts. Sehr gut. Oh, ich will da rauf. Keine Sprungskills vorhanden. Ach komm schon. Nee. Das funktioniert so nicht. Mann, ich will da rauf. Nee, das geht nicht. Du, hier scheint es viel Backtracking zu geben. Aber diese Kamerafahrten sind echt verwirrend. Man denkt manchmal so, das ist jetzt auf einmal selbst scrollen. Obwohl es das gar nicht ist. Okay, da unten haben wir fiese Stacheln. Oh, das ist doch bestimmt durchlässig da unten. Ja, sag ich doch. Nee, ich geh erstmal zurück und gebe dem Typen da seinen Schlüssel zurück. Dann gibt es wahrscheinlich auch voll die fette Belohnung und so. Wow, ich sehe gerade, ich nehme schon eine Dreiviertelstunde auf. Das sind schon wieder fast 5 Folgen. Ach so, übrigens für all die Leute, die sich wundern, warum ich wieder 10 Minuten statt 15 Minuten oder mehr Minuten Parts hochlade. Einfach weil ich es kann. Das ist der ganze Grund. Ich möchte einfach nicht 15 Minuten oder so hochladen, weil das immer so extrem viel Aufnahmezeit ist. Und ja. Ich möchte mehr Parts haben, sagen wir es einfach so. So, jetzt können wir hier erstmal uns wieder auffüllen und speichern. Ich möchte speichern. So, da hinten sind viele Stacheln. Mal gucken, was das Schild ist. Ne? Todesfall, zu deiner Linken eine Berührung und du stirbst. Also wahrscheinlich wieder so ein 100 Damage-Teil oder so. Danke. Ich bin wirklich gerettet. Ich bin voll euphorisch und so. Ja, kannst du haben. Feuerball bekommen. Oh yeah, Feuerball. Sucht jemanden. Ich habe hier nirgendwo jemanden gesehen. Außer dich. Aber du bist ja niemand. Wenn du wieder im Landesinneren suchen willst, musst du durch den Kamin in Chacos Haus. Also der ist Chaco. Durch diesen Kamin hier, ja? Mir ist dann knacken. Charcoal burns Fured. Ja. Englisch und Aussprache und ich, das hat noch nie so zusammengepasst. Okay, jetzt haben wir einen Feuerball. Warum? Und wir brauchen keine Munition dafür. Aber der fliegt ein bisschen komisch. Ui. Achso, der rollt über den Boden. Oh, geil. Oh, wow, und dafür brauche ich nichts. Okay, dann werde ich den natürlich sofort aufleveln. Ah, oh, komm her. Ich glaube, das wäre, wenn wir noch mehr Waffen haben, irgendwann lustig mit dem, ganze Zeit hin und her checken. Oh, wow. Der Feuerball ist toll. Scheiß auf die Waffe, ich hab Feuerbälle. Wow. Awesome, ich bin schon mit dem Ding dann auf Level 3. Was zur Hölle. Aber ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann mal Level 4 oder so erreichen können, weil das wäre schon irgendwie cool. Komm her. Können wir doch bestimmt noch weiter.
Vorausgesetzt, wir können durch diese Tür gehen, sonst kommen wir nämlich überhaupt nicht weiter. Na komm her. Danke. Ja, wir können in diese Tür rein. Ah, da sind wir. Ah! Chaco! Das wird bestimmt nicht so ausgesprochen, aber ich spreche ihn trotzdem so aus. Hey Chaco, was geht ab? Hallo! Dies ist ein gefährlicher Gegenstand, den du da hast. Wie ist du eine Reise? Welchen Gegenstand meinst du? Meinst du nicht einfach meine Flare Gun? Du siehst hinter dem Flammen ein Loch in der Wand. Flammen im Weg, kommt nicht vorbei. Wir brauchen irgendwas, um Feuer zu löschen. Ach, du würdest gerne durch meinen Kamin rausgehen? Also, dann brauchst du Quallensaft. Den bekommst du von den Quallen. Okay, dann gehe ich jetzt zu den Quallen. Oh, und plötzlich sind da Quallen. Sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten sie nicht mit Feuer töten, weil sonst könnten die wahrscheinlich irgendwas nicht droppen oder so. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Überjump! Nee. Okay. Mal gucken, war hier irgendwo sonst noch Wasser? Ich glaube nicht, oder? Ja, toll, du brauchst unbedingt einen Gegenstand, der random. Ach nee, okay, wir befinden sich auch außerhalb von Wasser. Sehr gut. Ich brauche meine Feuerbälle wieder. Moment. So, Feuerbälle. Komm her. Oh, Level down. Oh. Ich nehme doch lieber wieder die normale Gun. Die ist für die Gegner eindeutig besser. Aber für Boss und so stelle ich mir das. What the fuck? Qualen. Otage Invasion Zeug Teil. Qualen. Sie sind überall. Aber sie geben immer noch nichts ab. Mann. Es gibt mir diese scheiß Wasserquallen-Dingszeug. Gebt mich schnell. Okay, die natürlich nicht. Aber die Quallen da hinten! Boah. Oder habe ich das schon aufgesammelt, ohne es zu merken? Ich würde es mir fast schon vorstellen können. Nö. Ui, was ist das denn da oben? Oh, what the fuck? Oh, du bist ein Boss, der in der Luft schwebt. Komm her. Ah, Schatztruhe öffnen. Quallensaft gefunden. Welch Wunder. Okay, damit haben wir Quallensaft. Klingt ein bisschen eklig, finde ich. Aber ist ja egal. So, über die obvious Stacheln springen. Wuhu. Und random rumschießen, weil wir es können. Okay, wir sind drin. Und dann können wir erstmal speichern. Speichern? Willst du speichern? Ich will speichern. Spiel gespeichert. Wunderbar. So, willst du den Quallensaft benutzen? Yes. Damit sind wir hier drin. Das ist sehr gut. Ich möchte gerne darauf. Dankeschön. Achso, wir können jetzt gar nicht mehr zurück. Sehr gut. Das macht Mut. Und so. Aber heißt normalerweise auch, dass wir richtig sind. Es sei denn, ich habe jetzt hier gerade irgendwie einen Gamebreaker aktiviert oder so. Lalala, einfach random rumschießen. Wir werden schon irgendwas. Hier ist doch was. Was ist das denn da hinten? Kid! Oh Gott, was bist du? Ach du! Das ist ja fast daneben gegangen. Was ist das da? Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Stormraum. Okay. Ich möchte aber erstmal zu dem Speicherpunkt da hinten. Weil, wie gesagt, ich bin jemand, der speichert sowas immer ab. Doch, leck mich doch. Warum macht ihr 3 Schaden? 3 Schaden? Achso, nur wenn ich dich treffe. Dann nehme ich natürlich hier Feuerbälle. Weil die haben eine längere Flugbahn. Was ist das denn? Hallo, was bist du? Vielleicht dein Motorrad? Oh, sieht mir mehr nach so einem F-Zero Hoverboard aus. Aber egal. Ja, natürlich Level down. Was auch sonst. Okay, erstmal zum Speicherpunkt. Speichern. Speicherpunkt. Da kann man speichern. Willst du speichern? Ich will speichern. Ich glaube, der Speicherpunkt ansprach.